Separe Hallo und herzlich willkommen zu einer Aussage Manager. Wir haben eine Chatnachricht. Hi, ich bin Fan von dir. Bitte schreib mir bitte da zurück. Hey, Leo. hey, ich werde aber einfach nur mal, ich denke mal, dass du irgendwie Leo oder so heißt, Leo schreiben. Wenn ich bitte, korrigieren Sie mich. Freut mich natürlich immer wieder mega, bevor ich das jetzt so lächerlich schreibe und dazu rede, freut mich immer wieder mega, solche Nachrichten zu bekommen. Das ist der Grund, warum ich Videos mache. Bin Fan von dir, schreib mir dann zurück. Hey, es freut mich einfach mega, sowas zu hören. Ja, Sir. Classic und der Laurentino. Hi. Und ich sage, hey. Hey. Alles schon okay, solange ich noch lebe. Ich brauche nicht viel und bin zufrieden. Diese Flügel sind zum Fliegen, ich bin Pinguin. Zurückgezogen. Du hast noch nicht aktiviert. Ich habe mein Konto noch nicht aktiviert. Also das würde mich ein bisschen sehr wundern, wenn ich das noch nicht hätte. Also, okay, gut. Ich kann es aber auch nicht anklicken. Natürlich habe ich es schon aktiviert. So, erstmal das Training abschließen. Ich habe gar nicht schon wie viele gespielt haben. Jetzt schließen wir hier mal kurz alles ab. Und dann natürlich wieder Mopay. Der Hü. Christensen. Pepe zu trainizzeln. Dann gehen wir mal kurz in die Aufstellung, weil ich habe gesehen, dass tatsächlich Hinteregger wieder fit, der war nicht fit, der war gesperrt. Und ich wollte Christensen weiter trainizzeln lassen. Schauen wir den tormäßig aus. 6 Spiele, 3 Tore, 1 Tor, 1 Assist, 1 Assist, 4 Tore, 2 Assists, das ist gut. Gut, wie schauen wir von der Fitness her aus? Ah, der zeigt dann das, oh ja, zeigt er noch an, oder? Ah, sehr gut. Okay, wir sind da überall bei knapp 80%. Dann schauen wir jetzt mal, wie viel wir tatsächlich gespielt haben. 3-0 gewonnen, dritter Platz, 16 Punkte. Das ist okay. Das ist etwas, da sage ich, das ist okay. Wie viel Money haben wir eigentlich? Wow, das ist nicht wenig. Why? Why? Ah! Just kill 2 cups today. Mann, ich bin halt gut gelaunt, Leute. Was geht ab? Energy ist am Start. Ich habe mal in die Transferliste, ob hier irgendwas dabei wäre, wo ich sage, komm mal kaufen. Vier Tore in 4 Spielen. 22 Wert wird für 27 angeboten. Wow. Coleman, 2 Spiele, kein Tor, 19 Jahre ist mir eigentlich eh zu jung. Aber Douglas Costa würde mich halt unser komplettes Geld kosten, aber wäre echt eine Option wert eigentlich. Wenn ich das jetzt mal so behaupten darf. Wow, ist guter Preis. 90er. Defensiver Spieler wäre eigentlich eh noch sinnvoll. Defensiver Mittelfeldspieler, wobei, ach, Douglas Costa wäre schon cool. Halleluja! Besonders weil er ein Angreifer ist. Das wäre nicht schlecht, wenn wir hätten. Company wäre auch natürlich, aber Abwehr ist eigentlich bei uns jetzt doch sehr souverän. Und ja, im Tor sind wir auch gut aufgestellt. Also da wäre wirklich so ein Routinier im Mittelfeld, wäre doch eine Option. Und das werden wir jetzt auch so machen. Ich meine, ich persönlich bin ja tatsächlich eher einer der, also ich bin nicht eher einer der, sondern ich bin einer der Real Madrid deutlich bevorzugt. Also ich bin Real Madrid-Fan. Wenn man mich fragt, was ist deine Lieblingsmannschaft, dann ist es Real Madrid. Wir hatten eigentlich Nordwärts abgeschlossen. Sag ich mir, nein, das ist ja gut. Der ist eh. Sup. Weil dann haben wir natürlich mit der Hut den perfekten Ersatzspieler für Xavi. Das ist geil, das mag ich.
Dann könnte man jetzt theoretisch natürlich wieder Nordfight, ach Gott, hergeben. Das spielen wir immer mit sehr engem Kader, aber letztendlich spielen wir mit einem Kader. Und das ist das Wichtigste. Puder, 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 Zucker an der Nase. So, der Lärtchen. Wir haben den. In Stuttgart, wie schaut es denn eigentlich so bei uns so? Gegen wen haben wir denn eigentlich jetzt allen schon gespielt? Hatten wir eigentlich schon einen schweren Gegner? Ich war teilweise auch nicht online, also ich kenne leider auch nicht alle Spiele. HSV waren zwar 2, Hoffenheim besiegt, Augsburg besiegt. Oh, Dortmund, Schalke, Bayern, Wolfsburg. Als ob wir hier verlieren können, hier verlieren können, hier verlieren können, hier verlieren können. Theoretisch. Wobei das ein Pokal ist, das wäre schon in Ordnung, das heißt, da wird es hier nochmal gefährlich. Ich würde auch sagen, in einem dieser Spiele werden wir ins Trainingslager fahren. Aber ich weiß auch nicht in welchem. Das kann ich noch nicht so sagen. Genau. Ja. Gut, Leute. Ich glaube, OSM ist wieder mal safe. Dementsprechend können wir den Daumen nach oben und wir sehen uns im nächsten Video, meine süßen Mäuschen. Eure Katja. Hihi.